Hallo Freunde, willkommen zurück zu Imperium Galactic Survival mit dem Reforged Eden Add-on 1.8. Wir sind hier im Indiana Jones Tempel das letzte Mal mehr oder weniger heldenhaft reingestorben. Hier hinten in der Ecke war ein Sniper, den habe ich mittlerweile weggenatzt. Ich bin jetzt gefühlt im Schleichmodus unterwegs. Schwere Rüstung. Rüstungsbooster, ein Jetpack-Booster, ich habe die Epic dabei und wenden wir uns jetzt vorsichtig bewegen, könnten wir möglicherweise einen Schritt weiter kommen, ohne alle 30 Sekunden zu sterben. Ich habe keine Ahnung. Das ist auf jeden Fall mal... Nehme vielleicht mal eine Waffe in die Hand. Essen haben die ja ausreichend hier drin. Kann man sich nicht beschweren. Hier in der Mitte dürften Goldstückchen drin sein. Bin ja mal gespannt. Das letzte Mal war ich im Indiana Jones Tempel in... lass mich raten, 1.5. Ist auf jeden Fall gefühlt schon eine Ewigkeit her. Ich sehe hier niemanden. Das bedeutet allerdings mal überhaupt gar nichts. Ich werde jetzt natürlich nicht on Kamera jeden einzelnen Raum hier looten. Wahrscheinlich sind die Leute, die hier drin waren, alle schon rausgelaufen, wie wir den Weg hier runter getroppt sind. Der Sniper, der da hinten gestanden hat, hat vermutlich sich einfach festgebackt. Ja, da geht doch schon wieder die Pumpe. Ich habe einfach ein Packen zu viel schwere Rüstung an. So. Wir sollen Sternchen, Spaten, Sonne oder Kreuz, was auch immer es ist. So, Sternchen. Ich frage mich, wie wir danach über den Abgrund kommen sollen. Muss ich jetzt wieder hoch und umrüsten? Aber es macht sich bezahlt, ne? Mit der anderen Rüstung wären wir schon tot gewesen. So, Sternchen, Spaten haben wir, jetzt brauchen wir Sonne. Yang-Stern. Sonne ist hier. Yin-Yang war rechts von uns. Dann ist da vorne. Gut, wir sind im Schleichmodus, aber dafür haben wir deutlich erhöhte Überlebenschancen.
Upsa. So, da rein. Das dürfte der letzte sein. Die Platten treten ist eine denkbar schlechte Idee, denn da gibt hier die Wände auf uns kommen, Geschütze und Ziraxe und sonst was raus. So, hier oben sind Geschütze. Und die sind biestig. Ist denn meine Gesundheit hingekommen? Haben die so einen Schaden verursacht, diese? Ja, die sind einfach brutal, diese Geschütze, die da in den Ecken stehen. So, nächstes Problem. Die Brücke wird einstürzen, wenn wir da drüber gehen. Und dann fallen wir hier unten in ein spinnenverseuchtes Loch. Meinen Granatenwerfer habe ich nicht mehr, ne? Doch, ich habe ihn noch. Ich habe tatsächlich langsam Gefallen an dem Ding gefunden. Ihr habt mir ja mal erzählt, der wäre gar nicht mal so schlecht, wenn man mit umgehen kann. Und ich muss sagen, ich habe heimlich ein klein wenig geübt. Ich will es nicht behaupten, dass ich in dem Teil umgehen kann. Zieler und Hüpfspielchen. Wird in dem Leben nichts mehr. Knapp. Aber noch da. So, wir müssen auf diese Dinger hier und dann können wir hier hochhüpfen. Dahinter sind Schalter versteckt. Soweit, so gut. Jawohl. Müssen die schweren Rüstungsmods daraus machen. Da werden wir zwar wieder
ganz tragisch zugrunde gehen. Oh, nein, 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 sterben. Aber anders, da werde ich den Champ doch nicht packen. Na, wir probieren es nochmal. Da oben geht es auch im Gebälk weiter, also. Ja, ich bin oben wieder an den Kopf angestoßen. Ach, es ist ein Trauerspiel. Das ist jetzt sozusagen die Sperre dafür, dass du nicht mit schwerer Rüstung hier reingehst. Du bist halt versuchen, so zu jumpen, dass man da nirgendwo anrennt, ne? Machbar muss das sein. Ja, ich bin wieder oben angedotzt. Wie auch immer, ich übe hier mal springen, beziehungsweise ich ziehe eine andere Rüstung an. Das müsst ihr euch jetzt das Trauerspiel nicht eine halbe Stunde lang anschauen. So, ich bin wieder da. Ich hatte eben gerade eine total krass kranke Idee. Das probieren wir jetzt mal. Und zwar habe ich mir ja mal hier die Kriegsspor gebaut. Also nicht ich mir gebaut, ich habe sie umgebaut. Ressourcen haben wir ausreichend. Wir kriegen die zwar nicht hier rein, aber... Au! Wir können sie hier drin spawnen. So, die Spore. Ein bisschen Fuel. Erreicht. Ja, guck da mal einer an. Wie geil ist denn das? So, Außenansicht, V, nein. Es ist so dunkel, ich sehe nichts. Dahin wollten wir, siehst du? Haha. Es funktioniert. Das ist mit Sicherheit von den Entwicklern nicht so geplant, aber wir haben die Möglichkeit. Dann nutzen wir die auch. Und ich habe null schlechtes Gewissen damit. So, da sind wir rein, da geht's weiter. Kommen wir eigentlich auch hier durch diesen Irrgarten? Wir müssen da irgendwie hochkommen. Nee. Aber neckig ist es. Neckig ist es auf jeden Fall. Ich habe sogar hier Geschütze vorne dran. Schon. Es ist ein bisschen eilig zu fliegen, muss ich zugeben. Aber so kommen wir hier mit schwerer Rüstung rüber, ne? Ich finde die Idee jetzt gar nicht so bescheiden.
haben wir eine gute Epik hier nicht. Oh, das spawnte viel. Das funktioniert. Ich sollte öfters auf meine Community hören. Ich habe einen Bad Trip. Da hilft, glaube ich, Kaffee? Tee? Ja, Tee hilft. Schwund ist ja immer. Schick. Da wird sicherlich jetzt noch mehr spawnen. Aber es funktioniert. Das bisschen Flimmer-Wischi-Waschi-Bild ist ein bisschen unangenehm, aber man kann mit leben. Gut, ohne schwere Rüstung wären wir jetzt tot. Ich habe mich eben fast selber in die Luft gejagt, aber es funktioniert wirklich besser als je erwartet. Großartig. Ich habe wirklich sehr viel heimlich geübt. Ihr wisst, ich habe mich bei jedem Schuss mit dem Ding selber umgelegt. Aha! Jetzt wird's. Beweg dich, beweg dich, beweg dich. Läuft? Schon mal mehr Probleme hier drin. Oh, Essen. Man merkt auch ganz deutlich, es ist ein Unterschied, ob man um 9:30 oder um 3:30 spielt oder 2:30. Ich weiß nicht, also mitten in der Nacht. Das letzte Mal, wie ich hier drin war, war die Konzentration ja jetzt nicht am Höhepunkt gewesen. Ich bin begeistert. Ich muss mal beim Raumschiff neue Munition bestellen.
Wenn wir da oben auf dem Altar stehen, können wir. Mal unser Essen verstauen und Munition bestellen. Vielleicht habe ich auch noch im Schiff liegen. So, rückwärts ranlaufen. Nee, keine Falle. Oh, 160 Geld. Oder ist das so Goldmünzen? Da haben wir Ancient Relics und Relic of the Moon. Ich bin voll, was meine Ladekapazität angeht. Das ist. Huch. Der Blayer. Misk? Nee. Gehen wir erstmal in die Fridge. Erstmal das Essen verstauen. So, dann habe ich Medicals. Oh, ich habe mein Fleisch wieder vergessen. Ich weiß auch nicht, warum ich mein Fleisch immer ignoriere. So, Konstruktor in. Hier sehe ich aber keine Granaten mehr. Die heißen wie 40 mm. Output Count 6, bau einfach mal. Wir haben Material. Vielleicht sind hier noch. Ja. Ach, die Relikte sind da ja noch drin. Ich wäre fast weggelaufen. Da ist mein Dino-Eintopf. Die brauchen wir ja eh, um zu mal schauen. Oh Gott. Zieler. Sortieren. Erst denken. Nein, erst. Ja, doch, erst denken, dann reden. Nicht umgekehrt. Aber der Hitze. Über 30 Grad hier in der Bude. Mir brutzelt es gerade das Hirn weg. Also, die Relikte, die brauchen wir ja eh, weil ich ja schauen will, ob die Quest hier weitergeht mit den Relikten. Die kann man ja cleansen und irgendwas mit anstellen. Da war ich ja das letzte Mal hier in Reforged nicht weitergekommen. Wie gesagt, 1,5 müsste das gewesen sein. Wir schauen mal, wie weit wir es jetzt bringen. Da drüben ist noch eine versteckte Tür. Kommt gleich oben was raus. Oha. Boah, mir ist nicht klar. Bevor du mir in den Rücken fällst, provoziere ich den Spawn. So, hier müssen wir aufpassen. Irgendwo ist eine Falltür. Ich vermute hier. Hat eine andere Schattierung. Sehr schön. Die Diamanten brauchen wir auch. Wow.
Da sind wir aber gerade noch so aus mit der Explosion rausgesprungen. Ich habe jetzt keine Ahnung, wie ich das angestellt habe. Hab dich. So, und hier kannst du dir jetzt einen Wolf looten. Das ist üblicherweise Medizin ohne Ende verschreckt hier in dem Raum. Wenn das ja nicht so zack schwer wäre, dann würde ich empfehlen, hier so früh wie möglich hinzugehen, einfach um die medizinischen Vorräte aufzustocken, aber die Viecher hier mit Stufe 6 sind nicht ganz ohne, wie ihr gesehen habt. Sehr schick. Da fliegt man doch sehr viel beruhigter durchs Weltall, wenn man weiß, man hat hier eine ganze Apotheke. So fast eine Krankenhausapotheke, was man hier zusammen lootet. Über den ganzen Tempel verteilt. Und wenn man jetzt ganz verwegen ist. So, sind wir aber nicht. Irgendwo ist auch gut. Hier war irgendwo hier unten noch eine Geheimtür versteckt. Hier sind natürlich auch Medikamente und so Zeugs drin in den Schränken hier. Au. Da oben. Seht ihr, da ist ein Loch. Da vermute ich aber, dass wir nicht hinkommen. Da müssen wir nachher nochmal rein, wenn wir die schwere Rüstung ausgezogen haben. Wenn der Tempel geklärt ist, dann kann man da eigentlich auch mit einer Medium-Rüstung rein. Da ist in der Regel nicht allzu viel Respawn. Ja, nochmal, war da nichts in dem Raum mit. Ist hier wirklich nur die Apotheke gewesen? Sein. Hier muss was sein. Nee, das ist nur eine Feuerschale. Ja gut, dann ist hier halt einfach gar nichts. Dann ist das einfach nur die Apotheke vom Tempel. Ich meine, was heißt nur? Ja, nochmal. Grad so. Komm grad so zwei Blöcke hoch. Und hüpf.
Das ist ein Rätsel, das habe ich bis heute nicht verstanden, wie es geht. Man muss hier einfach so lange rumrennen, bis alle Laternen an sind, aber. Frag mich nicht, wie es geht. Ich renne da immer so eine Viertelstunde rum und irgendwann mal geht die Tür auf. Brennt schon, da brauchen wir nicht nochmal hin. Was ich auch festgestellt habe, dieser Sensor hier, der guckt am vorderen Teil der Platte. Wenn man also so ein bisschen hinten läuft, dann springt der nicht an. Also ist es immer ganz sinnvoll, sich von vorne zu nähern. Ich mache mal meine Laterne aus. Hilft nur nicht viel. Ah, da haben wir schon einen. Also man muss da wirklich sehr, sehr gerade drauf zulaufen. Ich bin dann nämlich immer so früher zickzack hinten und das hat dann ewig gedauert, weil die Sensoren mich nicht gesehen haben. Je mehr Lichter natürlich angehen, desto einfacher wird es dann am Ende raus. So, jetzt dürfte da vorne das der letzte sein. Der da. Nö. Einer leuchtet noch nicht. Dann bist du's und jetzt der da vorne. Jetzt muss man natürlich langsam laufen, dass man wirklich viel Stamina haben, wenn die Tür aufgeht. Weiß, was da wieder rauskommt. Erstmal nix. Ich weiß aber, dass da hinten auch Freunde spawnen. So, hier haben wir das gleiche Spiel wieder. Wir müssen hier irgendwie. Ich weiß nicht, wohin laufen. Damit die Laternen angehen. Dass ihr da hinten festge. Also hier brennt schon mal eine Laterne. Der andere Freund, der ist hier irgendwo. Es waren auf jeden Fall mal zwei. Wurscht. Sind jetzt nicht so in ganz großer Not. Ah, da brennt es auch schon die zweite Laterne. Das funktioniert nicht. Da muss die Tür wohl auf sein. Aber so geht's. Ist ja nicht so, dass wir keine Auswahl hätten, was die Waffen angeht.
zappelt noch was. Haha, da ging gerade eine Tür auf. Komm nicht auf die Idee. Ich bin bewaffnet. Aha, man muss dahin gehen, wo die Lampen leuchten, dann gehen die Häuschen auf. Ich glaube, jetzt habe ich es verstanden. Ja, der Granatenwerfer ist natürlich auch wieder fast kaputt. Den heben wir uns mal da für die Freunde auf. In dem Dings da oben. Gibt es denn sowas? Vielleicht habe ich es doch noch nicht so ganz kapiert, wie das funktioniert. Also die Spielchen sind eigentlich ganz okay, aber... Die Sensoren sind halt einfach meiner Meinung nach ein bisschen dumm eingestellt. Wie ist denn eigentlich der jetzt hergekommen? Vielleicht da durchgebockt, wir wissen es nicht. Guck mal, das sind jetzt alle Lampen an. Aber die Türen sind nicht offen. Ich bin verwirrt. Hier sind keine versteckten Wände. Hier auch nicht. Geht doch nichts auf. Ich hätte erwartet, dass da zumindest mal die Türen aufgehen oder irgendwas passiert. Wenn alle Lampen leuchten. Ah! Warum? Ist noch einer. Okay, was auch immer das jetzt war.
Vielleicht ist das ja irgendwie zeitversetzt. Who knows? Das sind noch Massen an Freunden. Aber jetzt geht das Kackding kaputt, ne? Aber wir kriegen es, wir kriegen es. Einfach geduldig sein. Hot Coffee? Herbal Tea hat vorhin geholfen. Ich habe schon wieder Hunger. Das kommt wahrscheinlich von den ganzen Vergiftungen. Jemand war auch wieder dabei. Ach, da ist eine Kante. Ich dachte schon, warum läuft er denn nicht? Gold. Gold? Mehr Gold. Oh, und ein Diamant wieder. Das ist unser dritter Diamant. Das ist absolut genial. So kann man sich natürlich auch die Epic runterschrubben. So, da oben sind wieder Geschütze dran. Die sind meines Wissens unkaputtbar. Da dürften jetzt auch gleich wieder 2 Millionen Spinnen spawnen. Steigen jetzt mal oben auf Schrotflinte. Einfach drauf losschießen, ne? Kommt schon, ist vorbeigekrabbelt. Da hinten ist noch eine. Dann wird's doch. Mehr Gold. So, das glaube ich explodiert gleich irgendwo. Jawohl. Wo bist du denn jetzt hingerannt? Hab dich. War die Mühe nicht wert, meine Kleine.
Das sind ein paar mehr gespawnt. Nee, ernsthaft jetzt. So, aber nu. Früher oder später kriegen wir euch alle. Käfer auch noch. Wir kriegen ja volle Packung heute. Das ist hier ein Schlachthaus, kein Tempel. Ach, jetzt sind wir wieder ganz vorne am Eingang. Da unten war es aber auch noch nicht fertig, da ging es auch noch weiter. Au. Sag mal. Vergiftet sind wir auch. Giftbiss. Giftbiss. Ich habe nichts gegen Giftbiss, oder? Ach ja. Baronwurzeln helfen gegen Giftbiss. Oben kann man auch irgendwo lang hüpfen. Irgendwie ging es da nach oben. Ich muss mal überlegen. Den Freunden kann man nicht spaßen. So, jetzt machen wir mal Trick 17. Da oben ist nämlich wieder Party, wenn man da hochkommt. Ich hätte ganz gern noch so eine wunderschöne Granatwerfer-Maschinenkiste da. Es ist schade, dass der so schnell kaputt gegangen ist, ne? Granatwerfer. Bauen wir uns doch einen neuen. Wir haben ja ausreichend Kram. Dann können wir den hier reparieren, in die Kiste legen. Dann haben wir einen Ersatz. Das ging nämlich wirklich erstaunlich gut. Falls wir überhaupt schaffen, da hochzukommen, ne? Wo ist er denn? Gott, nee. Da kommen auch mit Magic Jump nicht hoch. Aber Zieler an sich ist ja nicht blöd und lernt dazu. So. Da brauchen wir Fuel. Na, mach doch. Nee. Auch nicht. So, Fuel. Ist die richtige.
So, und was braucht man da an Munition? 15 mm. Da müsste ich ausreichend haben. 15 mm. Wir sind ja jetzt umgestiegen auf die große. Zwanzig Millimeter. Ich sag bloß, ich habe die weggeschmissen, die 15 mm. Da ist noch ein bisschen. So gesehen, wir machen nichts Verbotenes. Ah, komm. Das Zeug hier jetzt despawnen würde, dann kämen wir da an den Schalter ran. Eigentlich ist da ein Schalter, um das Geschütz da oben zu schalten. Ja, traue ich mich gar nicht hinzulaufen. Was ist denn das eigentlich? Ach, das war mal eine Munition. Guck mal da. Da ist er doch. Hast du auf? Wenn man da jetzt reinprescht, bis ganz hinten durchrennt. Dann schießen die nicht mehr. Sobald man an der Kiste da oben steht, aber wir kommen nicht hin. War mir klar. Nicht mit unserer Ausrüstung. Da müssen wir jetzt umswitchen. Da kommen wir mit der schweren Rüstung, haben wir gar keine Chance. Viel zu unbeweglich. Aber ihr habt gut gehalten. Muss man sagen. Wo habe ich denn eigentlich mal eine? Meine ganzen Rüstungen. Ich vielleicht in den Loot-Containern.
Ganz oben möchte ich da jetzt auch nicht rein. Da ist die Rainforest Medium. Packen wir die kurz da runter. Ich komme damit höher. Ich fühle mich deutlich beweglicher. Jetzt haben wir natürlich unsere ganzen Schiffe auf der anderen Seite jeweils geparkt. Also das erste jenseits des Grabens, das zweite oben. Jetzt werde ich wahrscheinlich um eine Hüftpartie nicht drum rumkommen. Probier jetzt mal, weil wir haben jetzt eh schon die magische Grenze erreicht von einer Dreiviertelstunde. Wenn der Jump jetzt auf Anhieb nicht funktioniert, dann lass mal die Folge Folge sein, dann hüpfe ich mich so irgendwie darüber. Und dann werden wir den Rest von der Pyramide das nächste Mal looten. Da gibt es noch ein bisschen was. Klar. Ganz wichtig, mir noch eine mitzugeben. Das sind diese blöden Dinger da oben. Ach, ich hasse es. So, ich werde da jetzt wieder hochsteigen, fünfmal hüpfen und dann darüber. Irgendwann einmal schaffen das. Hoffe, euch hat's gefallen. Ich hatte auf jeden Fall mal viel Spaß. Ich fand das eine tolle Idee, mit dem kleinen Schiffchen hier rumzufliegen. Gut, jetzt könnte natürlich der ein oder andere sagen, das ist schon fast gecheatet, aber hey, wir haben die Möglichkeit, das zu tun. Das Spiel gibt uns die Möglichkeit. Jetzt bin ich zu weit gesprungen, gibt's doch wohl nicht. Ach, Zieler. Stellt sich wieder an wie der letzte Mensch. Ja, also gesagt, das funktioniert. Ich werde da drüber nachdenken, sowas öfters zu machen mit dem kleinen Schiffchen hier rum. Wie gesagt, ich halte es für absolut legitim. Und habe da auch überhaupt gar kein schlechtes Gewissen. Haha! Ich bin nicht ganz blöd, ne? Ein bisschen, aber nicht ganz. So, dann mal hier runter. Ich habe die Orientierung verloren, glaube ich. Da hinten waren wir lang. Doch, doch, wir sind richtig. Sollen wir wieder Bandagen kaufen beim nächsten? Okay. Zumindest mal den Vorrat im Schiff hier auffüllen. Ah, da hätte man darüber hüpfen können. Hier oben ist auch noch ein Eingang. Und ja, super. Beste Idee ever, hier ohne Waffe runterzukommen. Ich hoffe, der Jump hier klappt gleich. Du musst dich jetzt mir genau vor die Füße stellen, ne? Ja, dermaßen begeistert. Ja, ohne Stamina geht das auch nicht. Dann springen wir da mal eben hoch. Vielleicht haben wir Glück und die kommen uns nicht hinterher. Dann holen wir uns eine Waffe auf dem Schiff. Bisschen Glück sind sie ja dumm.
Ich da eine Assault-Rifle, meinetwegen auch eine Assault-Rifle. Bisschen Munition wäre nicht schlecht. Geht auch mit einfachen Waffen, dauert halt nur ein bisschen länger. Brauchen wir ein bisschen Stamina. Haben wir dann Glück. Ja, wenn wir jetzt noch gerade drauf zulaufen, dann passt das. Na, oder auch nicht. Gut, ich mache mir noch mehr Fliegemodule in meinen Schutzanzug und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder hier oben auf dem Podest. Dann gehen wir den Endraum uns anschauen und die anderen Verstecke hier noch entsprechend besuchen. Lasst mir gerne einen Daumen nach oben da. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Ich hatte echt irre Spaß mit dem Granatenwerfer. Hier wirklich Schlachthaus veranstaltet. Ja, ich bin wirklich glücklich. Also war eine coole, wirklich coole Aktion. Denkt an ein Abo, falls nicht geschehen. Dann bekommt ihr Infos, wenn ich neue Videos hochlade. Ansonsten schreibt eure Fragen, Meinungen, Kritik, Kommentare, was auch immer unter das Video. Ich freue mich drüber und lese es gerne durch und antworte auch meistens innerhalb von einem Tag. Ansonsten wisst ihr wie immer, haltet die Ohren steif. Schön, dass ihr reingeschaut habt. Ich hoffe, wir sehen uns bald wieder. Bis dann, euer Zieler. Ciao, ciao.